Einen wunderschönen Sonntag. Willkommen zurück. Poly Bridge 3 Master Mode, die schwere Variante von Poly Bridge, wer es nicht kennt. Und wir kommen rein in Welt 3, haben in letzter Episode dieses Level gelöst. Das war das Ende von Welt 2, deswegen springen wir jetzt rein in die noch schwereren Level. Weil wir haben schon ein paar Level geskippt. Mal gucken, wie viel wir hier skippen werden. First Hurdle Master Mode. Vorteil ist, das Budget ist sehr viel höher, was immer gefährlich ist. Die Hurdle ist niedriger, was gefährlich ist. Man kann sogar den Checkpoint vom Buggy sehen, aber es ist eine Loopy-Hurdle. Also wir brauchen einen Looping. Theoretisch bräuchte man keinen echten Looping, weil die nicht nummeriert sind. Aber ich denke, wir werden über ein Looping gehen müssen, weil... Ja, ich glaube, sonst kriege ich das eher nicht. Also ich habe kurz über... Das Problem ist, dass die beiden hier halt exakt übereinander liegen, nicht versetzt. Sonst hätte man ihn hier eventuell scharf hochfliegen können. Damit er den Checkpoint gerade so links erwischt und beim Runterfallen den hier rechts erwischt und dann hier auf eine Straße kommt und dann hier hochfahren kann. Hat der PS? 10 PS? Ich glaube, das würde nicht gehen. Oh, weiteres Problem ist, wie ich gerade sehe, wir haben rechts keine Ankerpunkte. Hier unten auch nicht. Das heißt, wir müssen uns auch noch selbst Ankerpunkte basteln. Na, vielen Dank auch. Okay, das macht das Ganze ein bisschen unschöner. Wahrscheinlich ist es am schlauesten, dann unten anzulehnen, weil dann arbeitet die Schwerkraft für uns. Mir das hier anlehnen lassen. Dann haben wir es eventuell ein bisschen einfacher. Hier so ein bisschen gebogen, hier so ein bisschen gebogen, hier so ein bisschen drehen. Gucken wir mal, wie er fliegt. Da brauchen wir nicht allzu viel Straße. Ja doch, wir müssen erst den mitnehmen, den mitnehmen, den mitnehmen, den mitnehmen. Und dann würde ich ihn wahrscheinlich echt nach dem dritten Checkpoint hier unten rumfahren lassen. Ich glaube, dass das insgesamt der schlauere Weg ist. Wir dürfen ihn nicht zu sehr biegen, dummerweise, sonst fliegt er noch übers Ziel hinaus. Das ist natürlich nicht gut. Wir brauchen hier auf jeden Fall auch eine Straße. So, hier unten sollten wir vielleicht damit anfangen. Ich glaube, wir fangen allgemein einfach direkt erstmal mit Stahl an. Und werden dann quasi wie in der letzten Episode, wenn es sein muss, reduzieren und auf Holz gehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der schlauste Weg. Weil wie immer, also sowohl in Leveln von euch, als auch eben offiziellen Leveln und Master Mode Leveln, ich will Level im Budget und ohne Bruch lösen. Das ist absolut unnötig, wie ich sehe. Und das heißt eben, dass wenn... Also ohne Bruch heißt, es muss im Moment der Zieleinfahrt des letzten Wagens, falls es mehrere Wagen geben sollte, was jetzt hier nicht der Fall ist, dann muss alles noch stehen. Es muss alles noch intakt sein. Wenn das letzte Auto die Ziellinie passiert hat, ist es mir egal, ob es bricht. Ab dann gilt es nicht mehr. Weil so sieht das Spiel auch Level als offiziell ohne Bruch gelöst an. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir müssen den exakt auffangen, damit es hier nicht zu viel Stress gibt. Er ist zu hoch. Wir müssen hier niedriger gehen. Das heißt, wir gehen hier hin. Dann versuche ich den relativ smooth auszufangen, weil sonst ist der Stress zu viel hier auf der Straße. Das will ich natürlich nicht. Ah, er ist, glaube ich, nicht schlecht. Okay, er ist jetzt hier ein bisschen zu viel Stress auf der Seite. Aber per se scheint das erstmal gar nicht zu blöd zu sein. Die Frage ist, lassen wir ihn fliegen oder nicht? Ich denke eher nicht.
Also ich werde hier keine Lücke einbauen. Das macht mir da oben ein bisschen Sorge, weil in Poly Bridge 3 gefühlt die Checkpoints irgendwie ein bisschen anders funktionieren. So, wir müssen hier erstmal ganz kurz zubauen und dann müssen wir eben gucken, dass wir da eine Lücke einbauen. So, guck mal hier. So. Jetzt machen wir das Ganze erstmal massiv zusammen, damit es erstmal hält. Und dann schauen wir, wo genau der Kollege lang fährt, damit ich weiß, wo ich die Lücke reinmachen muss. Ich nehme an, dass die hier zwischen sein wird. In etwa so. Das da oben wird nicht halten aktuell. So, der sollte jetzt hier raufgehen. Er wird natürlich brechen, weil die Belastung hier zu viel ist, oder? Noch nicht mal. Okay. Insgesamt sehr souverän. Problem wird jetzt nur sein, wir müssen halt noch Geld sparen. Und hier die Landung eventuell ein bisschen anpassen. Ich glaube, wir können hier noch eine Sicherheitsstraße mit einbauen. Die sollte er nicht berühren, oder? Ich glaube, er kommt unten durch. Ja. Rum, rum, rum und easy. Wir müssen nur noch sparen. So, und ich glaube, wenn wir hier die gesamte Mitte löschen, reicht das noch nicht. Okay, wir machen die Dreiecke außen insgesamt kleiner. Es ist schön, wenn mal ein Level wirklich schnell und easy gelöst ist. Sagte er voller Hoffnung, um jetzt dann feststellen zu müssen, dass wahrscheinlich das Stabilisieren sehr viel länger dauern wird, um es oder das Budget reinkriegen, inklusive Stabilisieren, deutlich länger dauern wird als angenommen. Es wäre nicht das erste Mal. Aber es ist echt schön, dass mal was relativ zügig funktioniert. Es ist selten der Fall in Poly Bridge Mastermind. Ich glaube, dass ich hier unten... Brauche ich da unten noch was? Ich hoffe nicht. Doch, ich brauche noch was. Aufprall wird zu hart sein. Na, nee. Er kriegt den Checkpoint da oben urplötzlich nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Und dieses Ding hier ist natürlich nicht sehr stabil. Wir können Geld sparen, wenn wir hier drüben das Ding, glaube ich... Also einerseits wäre es schlauer, das hier erstmal voneinander zu trennen, damit nämlich der Input hier vom Treffen sowie vom Drehen, damit die Kräfte, die hier auf diesen Looping wirken, eben nicht auf die Brücke hier abgegeben werden. Das Problem ist nur, es wird immer passieren, weil ich hier keinen eigenen Ankerpunkt habe. Es ist alles verbunden. Das heißt, das wird mir so oder so nicht wirklich gelingen. Ich habe jetzt kurz überlegt zu sagen, wir gehen hier über wir gehen hier einfach über die Seile, dass wir hier eben ein bisschen günstiger bauen. So, und dann machen wir den hier so ein Seil hin. Wir verbinden das hier noch und dann sagen wir eben, das hier soll noch ein bisschen Stabilisierung bringen. Problem ist, mir fehlt immer noch hier jetzt der Arm. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, hier von außen jetzt versuchen zuzugreifen. Eventuell. Das alleine wird allerdings nicht viel tun. Ne, das hält kein Meter. Können wir vergessen. Wir brauchen die Halterung hier unten auf dem Punkt. Es ist halt alles sehr uncool, weil das extrem verbunden ist, so wie ich es hier gebaut habe.
Das heißt, das wird immer alles beeinflusst. Das hier ist auch schlecht, weil er so extrem nach außen geht. Denke ich. Ja. Nee, ich glaube, wir gehen zurück zu dem Moment, wo es gegangen hat und gucken, wo wir ein bisschen was sparen können, anstatt hier großartig umzubauen. Weil ich meine, dass der Stress auch nicht zu groß war, oder? So, also ich denke, das hier können wir in der Mitte alles weglassen. Hält das? Dann wären es noch 4.500. Beinahe. Beinahe. So, wir gehen hier überall mal ein bisschen nach innen. Und hier auch ein bisschen nach innen. Jetzt gucken wir mal, wie mache ich dich stabiler? Okay, das geht schon nicht. Wir müssen hier höher gehen. Wann brichst du? Ich glaube, er war hier im Aufprallmoment, oder? Als er hier aufgeprallt ist, hat das hier gezogen und deswegen ist der gerissen. Ja. Das kriegen wir aber, glaube ich, ein bisschen gelöst, wenn wir den hier ein bisschen reinziehen. Damit er ein bisschen smoother reinkommt, eventuell. Die Übergabe ein bisschen schöner ist. Ja, nicht optimal. Guck mal, wenn wir hier noch ein bisschen... Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier brauchen, weil das liegt sowieso auf. Das heißt, der Stress wird so oder so hier auf dieses Gebäude gehen. Das zum Glück nicht gehalten werden muss. Okay, vielleicht brauchen wir es doch, um es ein bisschen in Position zu halten. Komm schon. Was ist jetzt dein Problem? Ist es wirklich, weil ich da das Ding umgelegt habe? Scheint so. Wenn ich die hier runter mache, wird es insgesamt teurer. Aber wenn ich rechts die runter mache, wird es natürlich wieder günstiger. Das Problem ist, ich darf hier nicht zu weit runter gehen. Sonst springt er halt über die Flagge hinweg. Das will ich nicht. Komm. Oh, ich hasse es, wenn du so einen Punkt hast, der verändert wird und dann bricht alles ein. So wie aktuell fährt, bräuchten wir hier drüben die Hälfte der Straßen nicht. Ich glaube, wir brauchen die Straße nicht, wenn ich das richtig sehe. So ein bisschen bräuchten wir sie. So ein bisschen. Oh, er ist schön smooth. Dummerweise ist er dann über den Checkpoint geflogen. Das ist so nervig. Er guckt doch raus. Das ist so schlecht gemacht in dem Spiel. In Poly Bridge 2, wenn er in der Vorschau hier im Baum rausgeguckt hat, schaut er auch raus. Jetzt guckt er raus. Deutlich weniger als vorher. Aber immerhin. Reicht hier einfach ein kleiner Muskel? Willst du einfach nur einen kleinen Muskel kriegen? Reicht dir das vielleicht schon? Um stabiler zu sein? Nee. Macht es eher noch kaputt. Okay, jetzt gucken wir mal. Wie ist es, wenn wir hier zwei Muskeln hinmachen? Wenn ihr beide einen Muskel habt, seid ihr dann zufrieden? Nee, dann zickst du wieder rum.
Dann machen wir aus dir einen schöneren Muskel. Dann bist du neidisch. Ach, ihr seid doch. Da muss ich mich gerade echt zurückhalten. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Jetzt hocke ich hier wahrscheinlich stundenlang an diesem Drecksspan. Ach, gib mir das auf den Senkel. Immer noch, dass ich den hier nicht brauche. Und er hat irgendeinen Checkpoint nicht berührt. Wahrscheinlich den obersten, oder? Ja. Weiß Gott, wieso der den auf einmal nicht mehr berührt, aber gut. So, jetzt bist du am Rumzicken hier. Ja, wir machen jetzt hier einen Muskel aus Holz draus und gucken mal, ob der hier reicht. Wahrscheinlich nicht. Machen wir Stahl aus dir. Okay, jetzt kriegen wir das Problem hier rübergelegt. Machen wir aus dir auch direkt einen Stahlmuskel, statt irgendwie so mit Holz zu versuchen. Zickst du rum, dann machen wir aus dir einen Stahlmuskel. Gleich muss ich gucken, wo ich wieder Geld spare. Wahrscheinlich hier oben das Ganze kleiner machen, weil hier oben ist nicht viel Stress. Okay. So, der Rotz funktioniert. Wenn ich hier Holz draus machen, wahrscheinlich nicht. Nee, aus dem nicht. Rechts könnte ich Holz hin machen. Ich glaube, dass ich dich nicht brauche. Ich glaube, wir können den hier noch ein bisschen reinziehen. Ich glaube, dass ich dich aus Holz machen kann und dich ein bisschen hochschiebe. Dann fliegt er einfach weiter. Ja, kriege ich das mit hier auch noch hin und dich ein bisschen hoch? Ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt bricht eines der Holzdinger, oder? Nee. Geht tatsächlich noch. Okay. Würde ich hier ein bisschen reinziehen. Jetzt versuchen wir hier den Bogen kleiner zu machen. So. Müh für Müh. Muss das hier Stahl sein? Oder kann ich hier ein Seil hinbringen? Brauche ich da überhaupt was? Ich glaube, ich brauche das überhaupt nicht. Ich glaube, das brauche ich überhaupt nicht, weil er sowieso an... Ah, vielleicht doch, sonst gibt er nach links. Nee, brauche ich nicht. So, und wenn hier nicht viel passiert, glaube ich, reicht hier ein Stück Holz.
Weil er lehnt nur an. Jawohl. Komm schon. Hey, zwei Episoden, zwei Lösungen. Ist doch gut. Es ist halt so nervig, weil ich war quasi vor 10 Minuten schon am Ziel. Standing by. Hat den Wagen abgebremst, damit er den Weg nimmt. Er bremst ihn hier ab, damit er den Checkpoint kriegt. Und dann macht er hier einen kleinen Sprung. Gefällt mir. Ist eine coole Lösung. Das ist eine richtig coole Lösung. Seht ihr? Er fliegt hier lang. Und dann fliegt er hier durch, ja. Schlauer. Den Namen kann ich leider nicht aussprechen. Ich glaube, das ist Moonlight oder so. Ganz viel Holz. Aber ich glaube, der baut eigentlich anders. Dann haben wir noch Team Games. Lauter runterfallende Straßen. Genau, gerade so im Budget. Das ist cool. Natürlich! Sensationell. Schönes Ding. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Aber nächstes Mal dabei. Nächste Woche Samstag, 16 Uhr geht's weiter mit Master Mode in Poly Bridge 3. Ansonsten, wie immer, donnerstags Level aus dem Workshop abwechselnd Poly Bridge 3, Poly Bridge 2 und dienstags Master Mode in Poly Bridge 2 mit der Bonuswelt. Bis dahin euch alles Gute und auf Wiedersehen.